Hallo und herzlich willkommen, meine tapferen Freizeitstrategen und noblen Pinselschwinger da draußen. Das hier ist Inculinati. Ich werde euch gleich erklären, was das bedeutet. Erst einmal, Inculinati erscheint am 31.01.2023 auf Steam, geht dabei erstmal in den Early Access. Ihr seht also momentan hier eine Vor-Early Access-Version. Das heißt also quasi, das Spiel ist bei weitem noch nicht fertig. Es ist sozusagen eine sehr, sehr frühe Version. Es könnte also eventuell noch zum einen oder anderen Bug oder sowas kommen. Ich muss aber ehrlich gesagt zugeben, dass mir persönlich in dieser Version noch nichts aufgefallen ist. Ich habe schon ein, zwei Stündchen reingespielt, um es kennenzulernen und um es euch vorstellen zu können. Das Spiel wird von Yaza Games entwickelt und gepublished von Dedelic Entertainment und wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt, um es euch zu zeigen. Das Spiel ist im Grunde ein mittelalterlich angehauchtes Strategiespiel, allerdings nicht mit so Schlachten, wo wir Leute über irgendwelche Felder heizen, sondern es arbeitet mit der mittelalterlichen Kunstoptik. Und da kommen wir nämlich auch hin, denn wir spielen hier de facto einen mittelalterlichen Künstler, einen sogenannten Inculinati, der es schafft, mit seinem Pinsel und sogenannter Lebenstinte die Figuren auf seinem Papier zum Leben zu erwecken und in die Schlacht zu führen gegen andere Inculinati, die das auch können. Ich möchte euch zeigen, wie das in diesem Spiel hier funktioniert. Es ist auf jeden Fall für euch schon mal zu wissen, es gibt ein Bestiarium und wir, ja, in diesem Fall ist ein Bestien wirklich das Thema. Wir zeichnen hier sogenannte Untiere, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Es gibt dann immer wieder so ähnliche, wie zum Beispiel jetzt hier schwertschwingender Hase. Also oben sehen wir zum Beispiel seine Stats. Dann gibt es aber auch sowas wie schwertschwingende Füchse. Es gibt schwertschwingende Hunde und noch einiges mehr, was ich bis jetzt noch gar nicht freischalten konnte. Ihr seht, dass man so nach und nach diese Sachen freischaltet. Das hängt dann auch hier so in der Menge des Prestiges ab, dass man im Laufe der Zeit mit dem Spiel, mit seiner Runde verdient. Und umso höher das Prestige ist, dass man sich verdienen konnte, desto mehr Figuren schalten wir mit der Zeit frei. Dann gibt es noch sogenannte Handaktionen. Das sind also Aktionen, die man neben dem Bewegen von seinen Figuren während des Spiels machen kann. Das werde ich euch gleich zeigen. Die ermöglichen uns zum Beispiel quasi einen Direktangriff auf irgendeine gezeichnete Untierfigur. Oder es ermöglicht uns quasi das direkte Bewegen neben der eigentlichen Bewegungsaktion einer solchen Figur. Und so weiter und so fort. Und natürlich noch viel, viel mehr. Auch solche Sachen wie zum Beispiel, dass die Figuren einen extra Zug bekommen, obwohl sie schon gezogen haben, wäre zum Beispiel Massenerwachen. Und dann gibt es hier noch sogenannte Talente. Das sind quasi so passive Perks, die am Start sind, die wir so uns nach und nach verdienen. Hier zum Beispiel können wir mit fast geschenkt, also ihr sehen könnt, die günstigen Untiere beim Zeichnen nochmal ein bisschen günstiger machen. Aber wie das jetzt funktioniert, zeige ich euch am besten, indem ich jetzt einfach mal eine neue Reise hier anfange. Wenn ihr in die Akademie hier reingehen würdet, dann würdet ihr tatsächlich hier ein recht gutes, grundlegendes Tutorial bekommen. Da ist auch ein ganz, ganz witziges Video drin. Aber wie gesagt, das ist alles noch hier am Anfang, Freunde. Und ich würde einfach sagen, ich habe genug gelabert, jetzt gehen wir rein. Neue Reise. Hier werden wir jetzt hier von unserem Meister, den wir auch schon im Tutorial kennenlernen, gefragt, mit welcher Schwierigkeit wir denn gerne spielen möchten. Und ja, also da würde ich jetzt einfach mal sagen, wir spielen hier auf normal. Also wir sehen der Meinung, dass wir nicht schlecht sind und spielen mal rein. Dann können wir unseren Charakter hier so ein bisschen modifizieren. Momentan gibt es da noch nicht so viel. Es gibt halt jetzt hier erstmal die Schankwirtin, den Müller und den Narr. Mehr gibt es jetzt momentan nicht. Ich nehme jetzt hier einfach mal den Müller und nenne ihn jetzt einfach mal den Müller Mörp. So. Und dann sieht der jetzt halt so aus, so gefällt mir das ganz gut, also da oben Farbe, da unten Aussehen, also was für eine Art von Charakter. Und hier können wir jetzt noch einstellen, mit welchen Untieren wir starten wollen. Wie ihr seht, also es gibt am Anfang jetzt hier erstmal eine Gruppe von Hasen und eine Gruppe von Hunden. Ich entscheide mich tatsächlich eher für die Gruppe von Hunden, weil die deutlich zäher sind. Die Hunde haben nämlich mehr Lebenspunkte, wie ihr sehen könnt. Es ist zwar nur einer mehr, aber ich hatte den... Aber sie machen halt deutlich mehr Schaden. Also der macht im Nahkampf zum Beispiel 5 bis 7. Der macht nur 4 bis 6, ne? Also es macht schon einen großen Unterschied in meinen Augen. Und vor allem, wenn man bedenkt halt quasi, dass der Hase dann genauso viel kostet, nur weil er halt ein bisschen mehr, ich glaube, Genauigkeit hat. Das ist so diese 3 da oben mit dem Dingenszielen. Ich hatte den Eindruck, dass die ein bisschen besser sind momentan. Vielleicht ändert sich das aber auch noch.
Dann kann ich noch entscheiden, welche Handaktion ich gerne möchte. Auf jeden Fall ist nach links und nach rechts schieben immer mit dabei. Und das direkte Hauen einer gegnerischen Figur. Alternativ könnte ich aber auch eine gezielte Heilung sprechen. Und ihr seht, die haben immer so Abklingzeiten. Das sehen wir da oben links. Dass also das jetzt zum Beispiel eine Abklingzeit von 2 Runden hat. Das hat auch eine Abklingzeit von 2 Runden. Das macht 5 Schaden. Hat eine Reichweite von 4 Feldern in jede Richtung. Wir spielen immer von links nach rechts oder von rechts nach links. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig zu wissen. Also die sind ja einigermaßen gleichwertig. Und hier seht ihr quasi, dass es auch noch mehr solche Handaktionen-Gruppen gäbe. Genauso auch wieder bei den Untieren, auch bei den Talenten. Da müssen wir allerdings erstmal eine bestimmte Menge an Prestige freischalten. So, hier haben wir zum Beispiel gesalbte Hände. Handaktionen, die auf freundliche Untiere angewendet werden, erhöhen den Level ihres Heiligenscheins um 1. Oder wir machen Küss die Hand, dann bekommen wir mehr Lebenstinte für direkt getötete Figuren. Das ist natürlich ein super Synergieeffekt, ne? Also wenn ich jetzt hier quasi direkt damit haue und eine gegnerische Einheit damit töte, dann würde ich direkt hier Lebenstinte bekommen. Das macht in der Kombination sehr viel Sinn und deswegen wähle ich das jetzt hier für unser Beispielspiel. Und damit starten wir. So sieht das dann aus. Das ist also jetzt quasi unser Deck, könnte man so sagen, weil das Ganze hier ist am besten zu vergleichen eigentlich mit so einer Art klassischem Karten-Deck-Building-Spiel. Auch wenn die Darstellung sehr kreativ hier ist, im wahrsten Sinne des Wortes. So, dann gehen wir mal weiter. Dann kommen wir jetzt hier in den Kampagnenbereich. Wir haben gerade eben, um der Storyline so ein bisschen zu folgen, wir müssen jetzt gerade eben tatsächlich jetzt erstmal, so wie es aussieht, das ist alles neu hier. Witzig. Das kenne ich noch gar nicht. Die müssen was gepatcht haben. Cool. Also gut, dann weiß ich gar nicht, was das jetzt hier ist. Dann reden wir mal mit dem Kollegen hier. Also, das ist unser Meister. Willkommen. Ich hoffe, du hast dich in unserer Schule gut eingelebt. Gibt es etwas, was ich für dich tun kann, bevor wir mit der Prüfung beginnen? Ja, ich hätte ganz, ganz gerne 50 Prestige. Das ist neu für mich. Also, ich habe mich eigentlich darauf vorbereitet und jetzt haben sie was gepatcht. Finde ich aber witzig. Okay. Eine weise Wahl. Weiter. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Kampf. Genau, da müssen wir jetzt hin. Und da sehen wir jetzt quasi, also gegen was wir hier kämpfen müssen. Gegen sogenannte Feuerfunken, gegen Explosionen, gegen noch mehr Explosionen und so weiter und so fort. Also das sind so Viecher, die kenne ich schon. Die explodieren, wenn man sie tötet. Und sie können auch ansonsten sehr fies explodieren. Gut, dann sehen wir aber auch noch, was jetzt hier, wie unser Schlachtfeld aussieht. Es gibt auch Schlachtfelder, die haben mehrere Ebenen. Die sind so Donkey Kong-mäßig mit so Leitern. Ne? Also uraltes Donkey Kong, so 2D-Plattformer-mäßig. Aber keine Sorge, ist alles taktische Rundenspiele. Dann gibt es nach 5 Kapiteln, Kapitel sind Turns, also Runden, gibt es dann die sogenannte apokalyptisches Feuer. Das heißt also, dass wir beide Seiten dann zeitlich unter Druck gesetzt werden und dann halt Feuerwellen auf uns zukommen, die dann sich in die Mitte bewegen und dann gewinnt halt der, der das Ganze überlebt. Dann gibt es quasi alle 1 bis 3 Kapitel hier nochmal ein paar Lichtungsereignisse. Das heißt also, es erscheinen irgendwelche Sachen auf dem Schlachtfeld, die gut oder schlecht sein können. Und es gibt alle 1 bis 2 Kapitel sogenannte Tintenniesel, also Tinte. Das ist das hier, die sogenannte Lebenstinte, die wir einsammeln müssen, um noch mehr zeichnen zu können. Denn ihr seht, na, die kosten schon relativ viel hier, 6, 6 und 5. Das ist schon so nicht so günstig. Also, dann starten wir mal unsere Schlacht hier an der Stelle. Kapitel 1. So, das hier ist also die Ausgangssituation. Das hier ist so, das sind wir. Wir, also der Inculinati. In diesem Falle wird er der winzige Inculinati genannt. Denn der zeichnet das Ganze jetzt. Allerdings ist das nur sein Avatar. In Wahrheit sitzen wir, wie jetzt auch in echt, vor diesem Papier und zeichnen. Das werden wir auch gleich sehen. Da werden nämlich gleich Hände reinkommen und Sachen reinzeichnen. Hier sehen wir diese Tintenkleckse. Das hier sind also Sachen, die bestimmte Eigenschaften haben. Wie zum Beispiel eine Kleidertruhe, die einfach nur Wege ist. Das hier kann sogar explodieren. Diese Tintenkleckse sollten wir einsammeln. Das mache ich jetzt auch. Und ich zeichne jetzt, da ist die Hand des Inculinati, jetzt hier einen solchen Hund hin. Und dann würde ich tatsächlich sogar... Ich würde tatsächlich sogar nochmal einen dahin zeichnen, glaube ich, oder? Nee, ich mache mal einen Speer hin. Speerkämpfer haben ein bisschen weniger Leben, aber sie können tatsächlich 2 Felder weit attackieren. So, möchte ich jetzt ansonsten noch irgendetwas tun? Ich könnte... Ihr seht übrigens, das ist auch noch eine ganz, ganz wichtige Sache, ne? Wenn man bewegt normalerweise Sachen immer ein Feld weit, aber wenn das nächste Feld besetzt ist,
Dann schiebst du quasi wie bei einem Bocksprung sozusagen, also du überspringst quasi dieses Feld und kannst damit wahnsinnig viele Felder überspringen, wie ihr sehen könnt. Aber ich mache jetzt erstmal gerade eben gar nichts in dieser Richtung. Ja, wir lassen es mal. So, jetzt sammeln wir hier die Tinte ein, wie ihr seht. Und können damit jetzt hier weitermachen. Es gibt unterschiedlichste Arten von Kämpfe. Hier kämpfen wir jetzt quasi mit unserer Gruppe, unserem winzigen Inculinati gegen... Oh, das ist gefährlich. Das darf ich nicht passieren lassen. Wir gehen jetzt mit unserem Hundilein hier hin. Warum mache ich das? Ganz einfach, weil ich nämlich... also der Hund macht jetzt hier erstmal gerade gar nichts. Ich lasse ihn jetzt hier gerade eben mal stehen. Dann, ihr seht, er hat jetzt hier Aktionen, wie zum Beispiel jetzt zuschlagen. Er kann auch in beide Richtungen zuschlagen, was sehr dumm wäre. Diese Dinger können explodieren, deswegen möchte ich das nicht. Stoßen könnte man machen, aber bringt mir gerade eben nichts. Ich möchte ihn jetzt hier einfach mal warten lassen. Ja, ich lasse ihn jetzt hier ganz, ganz kurz mal warten. Dann kommt die nächste Figur dran. Er ist jetzt hier erstmal dran. Und er kann hier nicht durchschießen, weswegen ich das jetzt hier gerade eben ganz, ganz gut fand, was er hier gerade eben getan hat. Ich gehe jetzt allerdings erstmal auf ihn hier und ich möchte das hier jetzt hier mal darüber verschieben. Weil er hat ja das hier schon angegriffen, ne? Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf, dass das Ding jetzt hier explodiert. So, dann zeichne ich jetzt hier mal einen Bogenschützen her. Der muss jetzt halt auch erstmal wieder eine Runde warten. Weil wenn der jetzt hier das hier zum Explodieren bringt, dann ist er selber schuld. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn ich Glück habe, rennt er jetzt hier gleich hier rein und dann kann ich ihn hier attackieren. So, du, mein Freund. Wir können theoretisch... das da dahin verschieben. So, genau. Kann ich auch noch jemanden angreifen? Ja, ich kann den hier angreifen. Aber ich mache das noch nicht. Oder doch, ich mache das. Zack, komm. Bupp. Hat er schon mal 5 Schaden gekriegt. Und jetzt gehst du dahin und kannst hier nicht durch angreifen, weil das Ding hier im Weg ist. Also gut, dann machen wir das ganz simpel. Du wartest jetzt auch erstmal ganz, ganz kurz eine Runde. Ich bekomme wieder eine Menge Tinte. Und ihr seht, jetzt kommen diese Effekte, die ich angesprochen hatte. Oh, er wird jetzt wahrscheinlich meinen winzigen Inculinati angreifen. Ah, nee, doch nicht. Hat die hier angegriffen. Denn auch mein winziger Inculinati kann natürlich sterben, der hat Lebenspunkte. Allerdings, wie ihr gesehen habt, ist das alles halb so wild. Okay, dann würde ich mal sagen, ich kann mit Rechtsklick erstmal noch andere Figuren anwählen, wie ihr sehen könnt. Das Gemeine ist, der Typ hier wird explodieren, wenn er stirbt. Moment. Ich will eigentlich, dass der jetzt erstmal hier wieder verschwindet. Kein Bock, dass der explodiert. Ganz ehrlich, habe ich nicht. Hauen kann ich gerade keinen. Dann zeichnen wir gerade eben nochmal... Nee, wir sollten nicht zu viel zeichnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Man sollte nicht zu viel zeichnen, weil das... wenn man immer dieselben Figuren zu oft zeichnet, dann macht das den Inculinati dröge und er findet... Also dann werden die teurer, die Figuren zu zeichnen. Ich pausiere jetzt mit meinem Inculinati. Jetzt läuft der Miesling da rein. Das ist natürlich jetzt ungünstig gelaufen. Ich attackiere jetzt mal doch das da so. Da kann ich anscheinend nicht durchstoßen. Ihr seht, so funktioniert übrigens das Kämpfen. Wir haben eine gewisse Zeit, wo wir dann quasi klicken können, was wir von der Attacke machen wollen. In dem Fall ist das allerdings ein so schweres Gerät gewesen, dass man nicht durchstoßen kann und ich konnte den jetzt hier nicht attackieren. So, und jetzt möchte ich tatsächlich den hier mal beschießen. Und jetzt habe ich eine kleine Chance, wie ihr sehen könnt. Jawohl, ich habe es geschafft, ihn direkt zu töten. Also das ist das Zufallsprinzip dieses Spieles. Uiuiui. Es ist aber gerade eben ordentlich in die Luft gegangen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Ja, und jetzt muss ich ihn hier halt dann doch attackieren und töten und dann geht's halt nicht los. Aber ich habe dann eh gewonnen. In einer anderen Schlacht wäre das deutlich kritischer gewesen. Denn so haben wir die Schlacht jetzt halt gewonnen. Und dann gibt's immer wieder mal so einen lustigen Spruch sozusagen von uns und einen Spruch vom Gegner, wie zum Beispiel hier, der wunderbare Geschmack des Sieges wird nur durch gutes Brot vollendet. Gebacken aus dem Mehl meiner eigenen Mühle natürlich. Weil wir halt der Müller sind, ne?
Gegen dich zu verlieren ist ein Gewinn, mein Freund. Also die sehen es halt auch nie ein, dass sie verloren haben. So, und jetzt kommt hier dieser Moment, wo wir jetzt hier zeigen, das hier ist jetzt hier so genannt, dieser Moment, wo diese Anzahl quasi aufgewertet wird, dass wir die halt gezeichnet haben. Und dadurch werden die in mit der Zeit teurer. Hier ist jetzt unser Sieg. Wir bekommen 5 Prestige und 30 Gold. Und jetzt gibt es hier Zufalls-Events, so wie das aussieht. Ich gehe einfach mal in die Mitte. Der Meister. Des Meisters Cousin zweiten Grades erscheint. Okay. Hallo, ich bin Cousin zweiten Grades des Meisters. Ich sehe ihm ein wenig ähnlich. Aber kein Wunder, dass du verwirrt bist. Gib mir eine Schreibfeder und du wirst es nicht bereuen. Schreibfedern sind de facto unsere Leben. Das heißt also, wenn wir mal eine Schlacht verlieren, wie gerade eben zum Beispiel eine Schlacht gewonnen haben, dann würden wir ein Leben verlieren, eine sogenannte Schreibfeder. Und wenn wir alle Schreibfedern verloren haben, ist unser Run vorbei. Dann sind wir GG, dann müssen wir von vorne anfangen. Ihr seht also, wenn ich ihm jetzt eine solche Feder gebe, dann vergrößert das mein Tintenfass. Das heißt, ich hatte ja von Anfang an mehr Lebenstinte. Das hier würde meinem winzigen Inculinati statt 15, 19 Lebenspunkte geben. Oder ich könnte einfach jetzt hier sagen, nö, ich habe keine Schreibfeder, warum brauche ich eine? Dann bekomme ich Prestige an der Stelle, weil ich einfach diesen Deal nicht mache. Ich würde an der Stelle tatsächlich sagen, wir bleiben beim Prestige. So, sehr gut. Ich habe meine Schreibfeder auf der Party vergessen, du weißt schon, mit dem ganzen Trubelwagen wegen mir. Ich meine meinen Cousin, auf bald. Okay, whatever, whatever, whatever. So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier dabei. Also das hier ist jetzt wieder so eine Schlacht, wie wir sie gerade eben gehabt haben, gegen nur Untiere. Das hier wäre jetzt gegen einen richtigen Gegner, glaube ich. Nee, das ist einfach bloß eine andere Art von Kampf. Okay, also diese Symbole bedeuten noch etwas. Das ist jetzt ja ein Duell. Das heißt also quasi, dass ich jetzt hier gegen diese hier alle antreten muss. Und das werden wir jetzt auch tun. Das hier sind wieder die Ausgangsvoraussetzungen. Gehen wir rein. So, Kapitel 1. Ich habe also von Anfang an, ihr seht es hier, wir haben jetzt hier, genau, das ist der Unterschied. Da ist unser eigener winziger Inculinati nicht dabei. Also das sind jetzt eher so Rätsel. Ich habe auch nicht mehr Tiere als diese hier jetzt momentan. Ich muss jetzt also mit denen hier irgendwie klarkommen. So, das heißt, ich schicke jetzt mal meinen Wauzerich hier hin und lasse ihn jetzt einfach mal an der Stelle so stehen. Der macht momentan auch noch nichts. Das heißt, dann kann ich mit ihm noch dahin gehen. Da mache ich jetzt auch noch nichts. Der weckt den jetzt hier wieder auf. Das kann nämlich der Esel. Und ja, also das Spiel hat so an manchen Stellen so einen kleinen Pipi-Kaka-Humor, muss man noch dazu sagen. So, hier kann ich bis dahin schießen. Nee, dann mache ich hier gerade eben auch nichts. Also gut, wir warten jetzt erstmal, sammeln erstmal ein bisschen Tinte ein. Jetzt kommt halt deren Bogenschütze. Und tut uns hier direkt schon mal weh. Es kann gut sein, dass wir diese Schlacht jetzt hier nicht gewinnen werden. Das müssen wir jetzt aber gleich mal sehen. Da ist auch irgendwie noch diese Glocke im Weg. Ich weiß noch gar nicht, was diese Glocke hier eigentlich tut. Glockenturm. Erweckt alle in Reichweite aus ihrem Schlummer. Aber wann tut die das? Ich weiß es nicht. Irgendwann tut sie das wohl. Kann ich jetzt mit meinem Wauzerich da durchlaufen eigentlich? Nee, da komme ich momentan nicht hin. Das heißt also, das Sinnvollste wäre eigentlich, das Ding jetzt erstmal wegzuschubsen, ja. So, dann hat der jetzt hier was getan. Jetzt kommt leider der da an und haut ihn. Das ist super ungünstig. Und jetzt kannst du wiederum den hier angreifen. Ah, die 5 habe ich nicht getroffen, aber immerhin die 4. So, der zieht sich jetzt hier ein bisschen zurück. Schießt aber leider nochmal. Autsch! Und ich versuche jetzt hier wiederum den Fuchs hier nochmal zu treffen. Es dreht sich halt auch immer sehr unterschiedlich schnell, muss man dazu sagen, wie ihr gerade gesehen habt. Okay. Der wurde hier gerade irgendwie gebufft. Genau, der hat sich einen Heiligenschein geholt. Der hat gebetet, der Lump. Oh, und der wurde hier sogar geheilt. Das finde ich jetzt sogar richtig kacke. Okay, müssen wir mal gucken.
Jawohl, ich habe die 5 getroffen. Das heißt, wir haben jetzt eine verdammt hohe Chance, ihn auszuschalten. Autsch, aber unsere sind auch gleich down. Das wird alles nicht so geil, wie ich mir das erhofft hatte hier. Yay! We did it. Ja, der Bogenschütze wird uns jetzt hier, glaube ich, ordentlich die Tour vermasseln, wenn das jetzt hier so weitergeht. Versuche ich mal auf den da zu schießen. Jawohl, ich habe es geschafft. Maximaler Schaden. Und das ist jetzt, glaube ich, das Ende einer meiner Figuren. Sogar beider, weil er halt diesen Durchstoß gemacht hat. Also ich kann euch auch wunderbar zeigen, wie das jetzt hier funktioniert. Ich habe hier einfach gerade eben eine sehr, sehr schwere Nachteilssituation. Warum, weiß ich nicht. Aber ich werde das jetzt ziemlich offensichtlich verlieren, momentan. So, ich kann das jetzt hier auch mal machen, wie ihr seht. Können wir mal auf alles ballern. Und Feuer. Tja, das war's. Grr, du bist der größte Verlierer aller Zeiten. Ja, so fühle ich mich auch gerade so ein bisschen. Okay, also. Aber jetzt kann ich euch immerhin zeigen, wie das dann abläuft. Ne? Also ich habe jetzt hier meine eine Feder hier verloren. Aber wenn man jetzt halt auch verliert, dann geht halt auch die Kosten für sowas hier wieder runter. Und wir können jetzt uns überlegen, ob wir das nochmal machen. Nee, ich werde es hier mal fliehen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es mir irgendetwas bringt. Aber wir können dadurch jetzt hier direkt mal weitergehen, wie ihr seht. Also ich muss die nicht unbedingt bekämpfen. Du erblickst einen stattlichen Baum. Beinahe kannst du ihn sagen hören, ruhe dich unter meinem Blätterdach aus. Halt ein kurzes Nickerchen, dann bekomme ich mehr Gesundheit. Also das wäre einfach ein bisschen heilen. Ich stecke eine Goldmünze in die Rinde des Baumes, damit er mir mehr Glück bringt. Das würde mir auch Gesundheit bringen, wie ihr seht. Und auch nochmal ein bisschen meine Drögheit, die aber sich von alleine gerade eben schon auf 0 reduziert hat, wieder reduzieren. Oder ich gebe... Als geehrte Person weiß ich, dass man die Münze zwischen den Wurzeln des Baums vergräbt. Das erhöht meine permanenten Lebenspunkte. Das mache ich. Da seht ihr, jetzt habe ich permanente Lebenspunkte bekommen. Oh, dieser Baum hat schon von dir gehört. Dein Nickerchen war legendär. Ein legendäres Nickerchen. Okay, dann machen wir hier mal weiter. Ihr seht, wenn ich jetzt hier gewonnen hätte, hätte ich auch da oben hingehen können. Machen wir uns mal dahin. Mir fehlen halt einfach momentan noch ein paar Figuren, ne? So, weiter. Jetzt haben wir übrigens eine Schlacht auf 2 Ebenen. So, und jetzt gucken wir mal, wie die hier läuft. Fun Fact, man kann von unten nach oben angreifen mit bestimmten Einheiten. Wie zum Beispiel jetzt mit dem hier. Kann ich jetzt wunderbar, wenn ich will, diesen Hasen angreifen. Wichtig zu wissen ist, die hier anzugreifen, diese Bischofskatzen, ist sehr, sehr ungünstig. Oh Gott, ist insgesamt sehr ungünstig. Ich darf auch nicht an den Rand gehen mit meinem winzigen Inkulinati, weil sonst fällt der runter. Erstmal auf den Speerträger, weil den kriege ich relativ schnell weg, würde ich mal sagen. Oder? Ne, ich gehe jetzt erstmal mit dir dahin. Das hat alles seine Gründe. Die da oben alle gleichzeitig angreifen. Ja, ich glaube, das macht am meisten Sinn. So, es ist hier Ketzerei passiert. Ketzerei passiert, wenn du einen Heiligen angreifst, also eine Bischofskatze. Das bedeutet schlicht und ergreifend, dass er jetzt hier, also die Bischofskatze oder alle, die halt quasi sozusagen als heilig gelten, ihn jetzt angreifen, machen sie doppelten Schaden. Aber es ist für mich jetzt hier gerade eben relativ wichtig, jetzt hier Damage zu machen. Und deswegen mache ich das jetzt hier auch mal gerade. Jetzt haben halt beide Ketzerei, aber da müssen wir jetzt durch. So, ich werde jetzt dann mal eine der Figuren da oben töten. Den da. So, das war mir wichtig. Und dann kann ich jetzt selber mal anfangen, Figuren herzuzeichnen. Hier ein Speerträger. Der kann nämlich nach oben stoßen, weil der, wie gesagt, Reichweite 2 hat. Also der kommt auch bis da oben. Und dann hole ich mir nochmal einen Schwerthund. Ah ne, den kann ich sogar da oben hinzeichnen. Geil. Sehr gut.
Und dann hole ich mir nochmal einen Bogenschützen. Jetzt habe ich hier gute Kontrolle über die Landschaft, würde ich mal sagen. Und ich schubse tatsächlich den da noch hin, dass der hier dieses Material nicht bekommt. Und ich schubse den da dahin, dass der jetzt hier neben ihm hier steht. So. Jetzt kommt das nächste Kapitel. Ich muss jetzt erstmal gucken, was macht eigentlich diese olle Tür? Also der geht jetzt erstmal dahin. Hat ihn hier geheilt, wie wir gerade gesehen haben. Das war seine Aktion. Kann ich hier nochmal hochschießen. Schieß direkt mal noch auf den Hasen hier. Ah, Mist. Egal, aber Hauptsache 2 Schaden gemacht. Jetzt ist der Hase dran. Und ihr seht, er greift jetzt direkt meinen Inkulinati an, meinen winzigen Pforte. Freundlich gesinnte Untiere können passieren. Feindliche Untiere müssen demnächst zerstören. Fliegende Untiere können sie passieren. Okay, die steht an einer sehr, sehr fragwürdigen Stelle, sage ich jetzt mal. Wir schießen jetzt wieder auf den. Ach nee, komm, ich kann direkt nochmal auf den da schießen. Was soll's denn? Ist der halt einfach mal... Jawohl, das war ein guter Treffer. Dann bekomme ich den hier schon mal weg. So, du stößt jetzt hier nach oben. Dann ist der down. Egal, was ich mache. Die Ketzerei kann mir jetzt hoffentlich egal sein. Und wir haben gewonnen. So. Und so arbeiten wir uns jetzt halt hier so durch, ne? Na, durch den Sieg wurden wir jetzt hier ein bisschen geheilt, wie ihr sehen könnt, natürlich. Können unser Gold und Prestige jetzt hier mitnehmen. Und kommen dann am Ende zu einem sogenannten Schlusskampf. Schenke, bezahle Gold, um deine Gesundheit zu Beginn der Permanenz zu erhöhen. Oder Lebenstinte beginnt permanent zu erhöhen. Ich gehe mal zum Skriptorium. So, das sind solche Läden, wo wir unser Gold ausgeben können und so weiter und so fort. Oder wir tun es halt auch nicht. Möchtest du lernen, um deine Lebenstinte zu erhöhen? Und ihr seht, haben wir mehrere Auswahlmöglichkeiten. Ich bin zu berühmt, um Gold auszugeben. Ich nutze meinen Bekanntheitsgrad, um sie geschenkt zu bekommen. Oder wir könnten sagen, nö, brauche ich nicht. Dann senkt sich hier quasi wiederum mein, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Ich glaube, also dieser Trögheitsgrad halt einfach. So, ich liebe es, verabscheut zu werden. So, wir haben jetzt 110 Prestige und verlassen diesen Schauplatz. Und jetzt kommen wir zum Endkampf. Warum bist du hier? Was hat das zu bedeuten? Genau, das ist jetzt meine Abschlussprüfung. Meist, ich bin gekommen, meine Abschlussprüfung abzulegen. Oh, die Prüfung, oh großartig. Es wird nur so wimmeln von Fürzen und Explosionen. Genau das wollen Meister sehen. Okay, wenn er meint. So, und das ist jetzt hier quasi der Kampf. Den werden wir auch noch machen, Freunde. Gucken wir mal, ob wir den jetzt hier gewinnen können. Und so sieht das jetzt hier aus. Wir sitzen hier. Der Meister sitzt auf der anderen Seite. Und wir müssen ihn jetzt irgendwie ausschalten. Hier ist nochmal so eine lustige Tür. Also ich kann jetzt hier durchgehen. Er muss da sich erst durchkämpfen, so wie das aussieht. Ich bewege mich hier schon mal ein Feld in diese Richtung. Ich möchte mich da draufstehen, um das hier einsammeln zu können, die Tinte. Dann hätte ich ganz, ganz gerne hier einen Hund hingesetzt. Der steht dann da schon mal. Und dann hätte ich ganz, ganz gerne einen Bogenschützen hier hingesetzt. Und mehr kann ich jetzt fürs Erste gerade gar nicht tun. Ich könnte das hier noch wegschubsen. Ja, das ist momentan eine größere Gefahr als ein Nutzen. Deswegen kommt das jetzt hier erstmal weg. Okay, und irgendetwas angreifen kann ich nicht, also Runde beenden. So, jetzt ist der Meister dran, der zeichnet jetzt wiederum seine Figur. Ihr seht auch, der hat so lustige, komische, flossene Hände. Und weckt den direkt auf, der hat eine Fähigkeit. Also ihr könnt auch immer sehen, was die für Fähigkeiten hier haben. Oh, der hat eine fiese Fähigkeit, wie ich gerade sehe. Das kenne ich noch gar nicht. Der hat meinen Hund brennen lassen und der wird es deswegen auch nicht überstehen, so wie es aussieht. Okay, das ist natürlich jetzt ungünstig. Das heißt also, ich gehe jetzt mal mit meinem Hundi da durch. Innerhalb der grünen Felder konnte ich wieder angreifen. Wenn ich die gelben Felder mache, dann kann ich nicht mehr angreifen.
Ja, ich schlage jetzt mal den da. Guck mal, wie viel Schaden ich machen kann. Ah, die 9 habe ich fast geschafft. Aber egal, das haben wir ihm 8 Schaden gemacht. Der war jetzt hier dran. Huiuiuiui, der ist aber ordentlich drauf, ich sag's euch. Ja, ich versuche ihm jetzt hier maximalen Schaden zu machen. Jawohl. Das war gut. Und jetzt kann ich... Na, der Meister zeichnet jetzt hier erstmal. Ne, der macht nichts. Jetzt greife ich den hier an und mache ihn down damit. Flupp. Autsch. Okay, der ist ziemlich fies drauf. Aber ich bekam ja nochmal ein paar Punkte wenigstens. So, jetzt kann ich hier nochmal zeichnen. Ich mache jetzt erstmal wieder einen Speerträger. Den mache ich jetzt da oben hin. So. Und dann schubse ich diesen Quatsch hier nochmal runter. Weil den brauche ich nicht. Und so kann ich übrigens auch andere Figuren besiegen, indem ich sie runterschubse. Der ist jetzt hier leider down. Ich kann ihn hier schon mal vorschubsen, damit er jetzt hier auf der Tinte steht. Dann bekomme ich mehr Tinte. Und jetzt geht's wieder los. Muss irgendwie gucken, dass ich da wegkomme. Also okay, der hat jetzt hier gerade schon mal Schaden bekommen. Das finde ich persönlich eigentlich ganz gut. Na, ihr seht, also wenn ich jetzt hier dieses grüne Feld laufe, kann ich danach noch schießen. Im gelben kann ich es nicht mehr. Und deswegen gehe ich jetzt hier mal vor. Alleine auch schon wegen der Tinte. Ich versuche jetzt ihm mal einen mitzugeben. So viel natürlich wie geht. Und hier kann ich auch noch angreifen. Weil der hier muss dringend weg. So, das war die Runde für ihn. Das war jetzt unsere Runde. Und ich hoffe, dass das Feuer jetzt hier mal langsam aber sicher mal aufhört. Mich nervt dieses Feuer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mal einen Bogenschütze her. Mehr will ich gerade gar nicht zeichnen. Nein. Kann ich auch gar nicht. Ich will auch nichts mehr anderes machen gerade. Oh, ich bekam einen Heiligenschein. Das ist aber nett. Mhm. Jetzt sind wir wieder dran. Ich kann den da hinten tatsächlich sogar schon direkt treffen. Für 3 Schaden, das ist ganz gut. So, und jetzt habe ich eine ganz, ganz tolle Gelegenheit, um den Meister anzugreifen, weil wenn ich ihn explodieren lasse, könnte auch das hier explodieren und den Meister beschädigen. Jawohl, das sieht ganz gut aus. Und bumm. Jawohl, ich habe dem Meister jetzt hier schon mal Schaden gemacht. Das war sehr gut gelaufen. Jetzt können wir da rüber gehen. Und den Meister direkt auch nochmal angreifen. Ja, habe ich die 4 verpasst. Ja, ich zeichne halt dann nochmal einen weiteren Bogenschützen. Ne? Was soll ich machen? Bogenschützen sind gerade eben meine beste Gelegenheit, den Meister anzugreifen, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Und mehr kann ich gerade eben gar nicht tun. Feuerfunken. Ja, ist nicht so cool, dass wir jetzt da die ganze Zeit Feuerschaden bekommen. Aber müssen wir halt durch. Okay. Falls ihr übrigens davon noch mehr sehen wollt, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich heute am 25. damit abends live bin und das im Stream spiele. Einfach auf twitch.tv/mörp vorbeischauen. Oder wenn ihr das verpasst habt, auf meinem Zweitkanal Mörp Uncut auf YouTube. Wird es dann ein paar Tage später auch kommen. Okay, wir können wieder den da jetzt hier unter Feuer nehmen. Der muss halt irgendwie weg. Der kleine Gnom da. So, jetzt kommt der da hoch. Und hat ihn leider getötet, wie ihr seht. Ja, das können die halt machen. Das ist sehr, sehr ungünstig. Wir gehen ja schon mal ein Stückchen vor. So. Ich habe absichtlich den genommen, weil dadurch kann ich jetzt hier nochmal die Tinte einsammeln und mit ihm hier die Attacke auf ihn hier fahren. Volle 6 Schaden, geil.
Dank Heiligenschein macht er extra Schaden. Ja, also ich bleibe jetzt mal dabei, dass die Bogenschützen jetzt hier die Superior Master Race sind. In dieser Schlacht hier gerade eben. Wir beenden mal gerade eben hier wieder. Und jetzt geht das Feuer los. Das ist jetzt so eine Apokalypse, die ich euch gerade eben jetzt hier noch zeigen kann. Die es auf beiden Seiten anfängt sich auszubreiten und wobei in dem Fall sogar einseitig ist. Also es setzt jetzt mich unter Druck, was mega fies ist. Okay, keine Ahnung, warum der das getan hat, aber ich bin damit cool. Und jetzt habe ich eine realistische Chance, ihn auszuschalten. Das machen wir jetzt auch. Jawohl, wir haben gewonnen. Und wie gesagt, das ist nur sozusagen der Avatar des Meisters. Nicht er selber. Jetzt weißt du, dass du dich nicht mehr an den Müller anlegen solltest. Ausgezeichnet, Gratulation. Und damit haben wir unsere Prüfung gewonnen. Das ist also quasi die neue Prüfung. So, und jetzt seht ihr quasi, weil ich den so oft gemalt habe, habe ich halt ein ganz, ganz heftiges Trögheitslevel aufgebaut. Bekomme aber hierdurch jetzt hier eine ganze Menge Belohnung. Kann mir ein neues Untier aussuchen, das ich in Zukunft zeichnen kann. Da gibt es hier zum Beispiel jetzt, also ich kann eins davon jetzt hier wählen. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel jetzt den mächtigen Hund. Handaktionen, Schlummer. Zwingt ein gegnerisches Untier in einen Schlummer, das es also quasi aussetzen muss. Erwachen, dass eine eigene Figur nochmal angreifen kann. Oder zeichne einen großen Kessel. Den kann man dann zum Explodieren bringen. Ich bin persönlich der Meinung, dass jemanden aufwecken sehr wichtig sein kann. Und bei den Talenten, freundlich gesinnte Untiere erhalten 2 Gesundheit zu Beginn jedes Kapitels. Das ist sehr mächtig. Gesalbte Hände, die auf freundliche gesinnte, also Handaktion, die auf, erhöhen den Heiligenschein-Level. Werden Gegner mit einer Handaktion bewegt, führt das zu Adalas. Adalas heißt, sie bekommen Schaden, wenn man sie wegschubst. Nee, ich nehme das da. So, großartig. Dank dir können wir mit den Feierlichkeiten beginnen. Lass uns gehen. Party! Ich muss schon sagen, Flatulenz und Explosionen sind unheimlich befriedigend. Aus diesem Grunde verpasse ich keine einzige Party. Ja, und damit sind wir jetzt quasi im eigentlichen Spiel angekommen. Und an der Stelle würde ich tatsächlich heute Abend auf twitch.tv/mob weitermachen. Ich bin wahrscheinlich so ab 17 Uhr live damit. Wahrscheinlich während dieses Video hier rauskommt. Beziehungsweise, ich weiß gerade eben gar nicht, wann das Embargo fällt. Aber ich glaube, es war 17 Uhr. Ihr seht's ja dann. Auf jeden Fall Mittwoch, 25.01. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.